gut, dann werde ich wohl nächstes Jahr früher anrufen. Ja, wiederhören. Blöd gelaufen. Für Tina gibt es keinen Platz mehr in diesem bescheuerten Sommercamp. In diesem Jahr ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Irgendwie kann ich die Betreuer da verstehen. Was, ein Sommercamp? Neulich war es noch ein Burgerrestaurant. Tja, und wer passt nun auf Tina auf? Hey, ich bin darüber viel enttäuschter als du. Ich wollte den Sommer in diesem Burgerladen verbringen. Tolle Neuigkeiten. Mein Lehrer hat gesagt, dass ich den Mathe-Grundkurs schaffen werde. Das finde ich ja klasse. Ja, ich habe 72 Punkte in meinem Zwischenzeugnis und 68 in meinem Endzeugnis. Das wären dann im Durchschnitt... Na, was soll's? Ich schaffe den Grundkurs in Mathe schon. Wer hat gesagt, du sollst dich neben ein Mathe-Ass setzen? Danke, Dad. Endlich mal Ferien, ohne lernen zu müssen. Ich werde nichts anderes tun, als mich an einen See zu legen, den ganzen Sommer lang. Aber dann pass auf, dass sich Tina gut eincremt. Sie kriegt immer so schnell einen Sonnenbrand. Was? Ich soll Kindergartentante spielen? Wir konnten leider kein Tagescamp für sie finden. Dein Vater und ich möchten nicht von der Arbeit nach Hause kommen und den ganzen Sommer lang in ein gelangweiltes, verzweifeltes, kleines und... Engelsgesicht gucken. Tina, wir haben schlechte Neuigkeiten. Du kannst dieses Jahr leider nicht in ein Sommercamp gehen. Sei nicht böse, wir haben es vergessen. Vergessen, hä? Huh? Aber genug Bier in den Kühlschrank zu stellen, vergesst ihr nie. So, was ist mit diesem Camp, Tina? Hier steht, dass die Kinder Square Dance lernen können. Ich war da früher auch mal im Sommer. Das nächste. Du wirst dich für eins entscheiden müssen. Wir werden den Sommer nicht zusammen verbringen. Hey, wie wär's denn mit Zirkus? Cool, es gibt ein Zirkuscamp. Das nicht, ein Zirkus sucht noch Leute. Hier steht, passen Sie in ein Kanonenrohr? Das wird wohl nicht funktionieren, Lauren. Sicher, Mom. Sie wird einfach eingefettet und reingestopft. Such mal weiter. Hallo. Darf ich mir eure Campingausrüstung ausleihen? Mein Sohn und ich fahren zu diesem P-Flag-Campout. Ah, dieses homosexuellen Campout mit einem schwulen Sohn im Tuntenwald. Ja. Erlernt ihr da Kunsthandwerk von diesem Indianer, von den Village People? Auch wenn es hin und wieder etwas extravagant zugeht. Die Jungs wollen die raue Wirklichkeit in der Natur erleben. Ah, wollt ihr wieder campen gehen? Sicher braucht ihr meine Serviettenringe. Wir wandern gleich am ersten Tag ins Einkaufszentrum. Ah. Ich hol dann mal die Campingsachen aus dem Keller. Ich hätte gehofft, dass der Sommer gekommen wäre, in dem du mal mit Brian campen gehst. Das können wir genauso gut auch noch nächstes Jahr machen. Komm schon, Bill. Dein Vater war früher auch campen mit dir. Ja, du hast recht. Das war irre witzig. Während ich mich auf einer Eiche versteckte, stolperte er völlig besoffen mit seiner Armbrust herum und schrie, steig runter, du Weichei, und leg den Apfel wieder auf deinen Kopf. Jetzt begreife ich, wieso du kein Obst isst. Tag, ihr zwei. Ich bin ins Schüleraustauschprogramm aufgenommen worden und es geht nach Italien diesen Sommer. Meine Güte, du fliegst nach Italien, das ist ja wirklich klasse. Herzlichen Glückwunsch, Junge. Ich finde es ganz wundervoll, wenn zwei Kulturen aufeinandertreffen und sich dann... Warte mal, das heißt doch aber nicht, dass wir einen italienischen Jugendlichen aufnehmen müssen, oder? Nein, nein, für euch fallen keinerlei Pflichten an. Na, so haben wir es doch gern. Wann kommst du zu dieser Reise? Wir haben doch den Antrag zusammen abgegeben. Wir waren in der Stadt bei der UN-Simulation. Wir haben ein Foto mit dem Bürgermeister gemacht. Dann hast du dir noch diese Riesenbrezel mit der Pizzafüllung gekauft. Oh ja, richtig. Da war doch dieser Verkäufer Eddie, genau. Er hatte keine Cheeseburger an dem Tag. Ja, also aß ich eine Brezel und die war auch nicht schlecht. Was ist los? Brian fliegt in den Ferien als Austauschschüler nach Europa. Die Brezel war echt lecker. Das ist ja wirklich irre aufregend. In welches Land fliegst du denn genau? Italien. Oh, Italia, la bella, Viagra. Einen magischen Sommer habe ich dort verbracht. Hey Bill, wo sind die Laternen? Die Sturmlaternen stehen unter der Holzbank. Die Lampions meinte ich eigentlich. Wir wollen einen Sushi-Abend machen. Ich zeig dir, wo sie sind. Bill, hilf mir mal. Tut mir leid, Leute, ich verschwinde nur mal kurz mit Judy im Keller. Ich wusste gar nicht, dass du mal in Italien warst. Das war ein Austauschjahr im College. Ich finde es wirklich ganz toll, dass du keine Angst hast, so etwas zu machen. Ein bisschen aufgeregt bin ich schon. So lange und so weit war ich noch nie von zu Hause weg. Ach, Brian, ich bin sicher, du wirst begeistert sein. Auch für mich war das ein Riesenabenteuer. Ich bin durch ganz Europa gezogen, nur mit dem, was ich auf meinem Körper trug. Wahnsinn. Sie haben mir nämlich mein Gepäck geklaut. Wirklich? Ja.
Es ist trotzdem schön gewesen. Immerhin war ich in Europa. Eine regnerische Nacht in Frankreich habe ich in einer 300 Jahre alten Scheune verbracht. Und Zeckenborreliose gekriegt. Das Zeckenborreliose, das ist ja furchtbar. Ja, aber sonst hätte ich sicher nicht Jacques kennengelernt. Den gut aussehenden französischen Arzt, der mir geholfen hat mit, wie heißt das auf Französisch, Ligeons? Was für eine wilde Romanze das war. Jacques hat mir das Pariser Nachtleben gezeigt. Er stellte mich seiner Frau vor und dann raubten sie mich aus. Die haben dich beklaut, ah. Meine Güte. Ja, aber das ist Europa, was soll's. Dort ist es wunderschön. Ich würde dir gern Fotos zeigen, aber ich musste meine Kamera für Antibiotika verkaufen. Junge, Junge, das waren Zeiten. Brian, du bist zu spät. Ja, ich bin 2 Stunden zu spät und ich hätte wirklich vollstes Verständnis, wenn ich zur Strafe dafür nicht auf die Schüleraustauschreise gehen darf. Dad! Brian, du bist zu spät. Ja, ich weiß, ich sollte schon vor 2 Stunden zu Hause sein und... Los ist? Brian, du bist zu spät. Das ist schon das 3. Mal in dieser Woche. Es ist nach Mitternacht. Ruf uns das nächste Mal an, wenn du so lange unterwegs bist. Das ist alles so? Wollt ihr das künftig regeln? Ja klar, warum denn nicht? Also echt, Leute, mein Respekt vor euren Regeln und Grenzen gerät ganz schön ins Wanken. Und ich finde, dass das wirklich schlechtes Benehmen ist, das ich da an den Tag lege. Das ist völlig normal. Wird Zeit, dass du endlich mal so wirst wie die anderen Jungs. Was ist das denn? Da ist ja was rausgefallen. Eine Packung Zigaretten. Das riecht aber mächtig nach Hausarrest. Und damit adieu, Europa. Du wirst doch nicht bestraft, nur weil du Zigaretten von anderen Leuten dabei hast. Und woher wollt ihr wissen, dass das nicht meine sind? Weil du nicht rauchst, Brian. Dein Hals verengt sich schon bei angebranntem Toast. Weißt du was, Judy? Ich glaube, er hat noch nicht das Zeug für Europa. Ach, wirklich? Ich hätte kein gutes Gefühl, dich ins Flugzeug zu setzen. Jedenfalls nicht ohne diesen nagelneuen Superrucksack. Das ist unser Abschiedsgeschenk, Brian. Hier kannst du deinen Asthma-Inhalator reintun und da ist ein Extrafach für deine Allergiemedikamente. Deine Glimmstängel kannst du verstauen, wie du willst. Wenn ich dann an Zeckenborreliose gestorben bin, können sie gleich meine Leiche darin zurückschicken. Dankeschön. Tja... Ob er es sich noch mal überlegt, sehr glücklich sieht er nicht gerade aus. Er verhält sich sehr merkwürdig. Vermutlich hat er Angst und will es nicht zugeben, weil wir ihn dann aufziehen, wie wir das sonst immer tun. Hm. Also wenn Brian in die Luft abhebt, dann Knödel in der Hose bebt? Oh Mann, das wäre ein wenig zu einfach. Seine Angst ist irgendwie verständlich. Italien ist wirklich ganz schön weit weg von hier. Da könnte so viel schiefgehen, wenn man die fremde Sprache bedenkt. Das verwirrende U-Bahn-Netz, die Euros. Das klingt jetzt aber ein bisschen rassistisch. Nein, Bill, als Euro wird doch dort die Währung bezeichnet. Ach so. Diese dämlichen Ausländer. Jedenfalls sollten wir ihn nicht zwingen, wenn er keine Lust hat. Er wird wohl noch nicht so weit sein. Doch, doch, Brian sollte unbedingt mal raus hier und endlich die Welt sehen. Sonst wird er womöglich noch wie Tackle Ted McGee enden. Wer? Tackle Ted. Er war in der Abwehr meines Junior High Football Teams. Wir haben Ted irgendwann so genannt, weil er die Leute immer umgeworfen hat. Ah. Origineller Spitzname. Wie wurdest du genannt? Der Spitznamengeber. Irgendwann änderte ich ihn allerdings in die Walze. Am Abend vor dem Footballcamp bekam Ted Muffensausen und seine Eltern erlaubten ihm, zu Hause zu bleiben. Das war vielleicht auch das Beste. Oh nein, das war es nicht. Ted wurde von seinen Eltern verwöhnt und so hat er nie deren Haus verlassen. Er hat nie etwas unternommen. Vielleicht hast du recht, Bill. Gehen wir nach oben und reden gleich mit Brian. Ich will wirklich nicht, dass er mal so wird. Tja, der arme Ted hat Football aufgegeben und nie wieder jemanden umgehauen. Das heißt, bis der Präsident in die Stadt kam, dann hat er Schlagzeilen gemacht. Ecco il mio portafoglio, vi prego non sporate. Hey, sowas hört man gern. Du übst fleißig Italienisch. Ja, das hieß gerade, hier ist mein Geld, bitte nicht schießen. Schatz, es ist schon okay, ein bisschen Angst zu haben, wenn man so weit von zu Hause weg sein wird.
Wer sagt, dass ich Angst habe? Niemand. Und wenn du welche hättest, würde ich dir sagen, dass sie unbegründet ist. Es dauert nicht mehr lange und du wirst über den großen Teich zu einem wundervollen, exotischen Teil der alten Welt fliegen. Das ist Florida, Dad. Wo du dann umsteigen und dahin weiterfliegen wirst. Dorthin. Brian, es wird in deinem Leben sicher noch viele Dinge geben, die dir Angst machen, aber du solltest versuchen, sie zu überwinden und einfach drauf losleben. Sonst trauerst du irgendwann den Dingen nach, die du tun wolltest, aber nie getan hast. Auf dich wartet eine große Welt. Sieh sie dir doch bloß an. Und wir kennen noch nicht einmal die andere Seite. Ihr wisst es vielleicht nicht, das ist die ganze Welt. Weißt du, das ist so, Junge. Wir kennen keine Wandkarten. Wir haben Erdkunde auf die altmodische Art und Weise gelernt, an einem großen Globus. Damit wollte ich sagen, dass es besser ist, hinauszugehen und sich die Welt anzusehen, als bloß darunter zu schlafen. Du solltest die Möglichkeiten nutzen, die dein Vater und ich leider nie hatten. Es wäre bestimmt schade, wenn du sie nicht nutzt. Ja, vielleicht hast du recht, Mom. So was Ähnliches hat auch John Greenleaf Whittier gesagt. Von allen Worten, geschrieben oder gesagt, ist das Traurigste, es wäre gewesen. Anscheinend war dein Freund, als er das gesagt hat, gerade ziemlich zugedröhnt. Es wäre wirklich gut, hier mal einsamer wegzukommen. Ja, ich freue mich schon sehr darauf, den Sommer bei Ihnen und Ihrer Familie zu verbringen, Signore Guzzolo. Doch, ich wollte schon immer mal in die Oper gehen. Nein, meine Eltern sind keine Opernkenner. Sie kennen sich höchstens mit Seifenopern aus. Ja, ich liebe meine Serien. Hat unser lieber Sohn schon wieder diesen Italiener an der Strippe? Er labert jetzt seit 3 Wochen jeden Tag mit dem Mann. Nein, das war nicht jeden Tag. Und durch die gewisse Sprachbarriere müssen Sie Brian faszinierend finden. Dass er ein kleiner Streber ist, wissen Sie noch nicht. Gut, bitte grüßen Sie alle von mir, Signore. Papa? Alles klar, Papa. Ist gut, arrivederci. Wie geht es den Guzzolos? Klasse. Sie haben mich aus Ihrem Wochenendhaus am Comer See angerufen. Interessant. Wer hätte für möglich gehalten, dass ein Pizzabäcker so viel Kohle hat? Nein, er ist Anwalt und arbeitet die ganze Woche in Mailand. Deswegen fährt er in seiner Freizeit gerne an den See. Wir werden angeln gehen, in den Wäldern wandern. Da wäre ich aber vorsichtig. Wo ich früher gewohnt habe, sind Freunde mit ein paar Italienern in den Wald gegangen und manch einer kam nie zurück. Hör endlich auf, ihm Angst einzujagen. Auf alle Fälle solltest du dann nie in fremde Autos steigen. Ja, ich finde es am wichtigsten, dass ich dort etwas über die italienische Kultur lerne. Davon könntet ihr euch beide auch mal eine Scheibe abschneiden. Ich habe da eine Familie, mit der ich was unternehmen kann. Papa geht sogar mit mir campen. Brian, nun gewöhn dir das nicht an mit Papa. Wieso? Ich finde das gut. Ich habe dann das Gefühl, dass ich Teil dieser Familie bin. So, mal sehen, ob gerade Fußball läuft. Die Saison ist aber schon zu Ende. Von Football war keine Rede, sondern von Fußball. Das ist Papas Lieblingssport. Ich will was darüber lernen. Ich kann dir alles Wissenswerte darüber in 3 Silben sagen. Langweilig. Brian wird dort die schönste Zeit seines Lebens verbringen. Ja? Er wird als völlig verändertes Kind zurückkehren. Nein, nicht als Kind, sondern als junger Mann. Tja, könnte schon sein. Weißt du was? Ich werde mit Brian vielleicht doch zum Campen fahren. Was? Ja, Judy, was wir schon seit langer Zeit mal vorhatten. Wow, dann hör aber lieber vorher noch den Wetterbericht. Ich glaube, die Hölle ist gerade zugefroren. Dann fahren wir nach Wisconsin. Ich werde das gleich Brian erzählen. Ach, und das Zelt werde ich auch noch auslüften. Hat Fitz es dreckig zurückgegeben? Nein, aber es riecht irgendwie nach Rosenduft, Räucherstäbchen. Hallo. Hey, Mom, ich glaube, ich habe endlich ein Sommercamp für Tina gefunden. Hier. Gutes Benehmen für Kindercamp. Komm schon, was soll denn Tina in so einem... Schatzilein, was sagen wir denn, wenn uns sowas passiert ist? Alles raus, was keine Miete zahlt. Ruf da an. Bastelst du einen Globus? Oh, witzig, ich warte auf Brian. Wo steckt denn der Junge nur? Wir werden noch unseren Stellplatz verlieren. Bill, ich find's ja toll, dass du mit ihm campen willst, aber Brian hat sehr viel zu tun. Immerhin fliegt er in ein paar Tagen nach Europa. Du meine Güte, mein kleiner Spatz, Brian fliegt ins ferne Europa. Es passiert wirklich. Europa ist ja nicht auszuhalten. Er ist doch nicht der Erste, der so eine weite Reise macht. Ich bin auch nach Indiana gefahren, um Brennholz zu holen. Und soweit ich mich erinnern kann, habe ich da nicht wochenlang geplant.
Hättest du aber tun sollen, du hattest zu wenig Benzin im Tank und kein Geld in der Tasche. Hallo, Leute. Wo warst du, Brian? Deine Mutter ist schon im Dreieck gesprungen. Habe ich nicht recht, Judy? Nein. Siehst du? Tut mir leid, Dad, aber du hast mich mit dieser Campingaktion echt überfallen. Ich habe noch eine Menge Dinge zu erledigen vor meiner Reise. Wenn du so viel Wichtiges zu tun hast, dann will ich deine kostbare Zeit nicht mit einem blöden Campingausflug vergeuden. Vergiss es einfach. Ich sag doch, mir tut es leid. Warum regst du dich so auf? Weil ich diesen Ausflug geplant und mich schon sehr darauf gefreut habe. Wie bitte? Seit wann freust du dich denn aufs Campen, Dad? Seit Jahren versprichst du es mir und jedes Jahr hast du eine andere fadenscheinige Ausrede. Da hatte ich ja auch immer einen guten Grund, wieso ich nicht konnte. Auch als du zu aufgewühlt warst wegen Prinzessin Diana? Judy, diese Frau war Englands Rose. Ich finde das unglaublich. Ich will verreisen und auf einmal spielst du den Superdad. Etwas zu spät, oder? Okay, das war's. Du hast Europaverbot. Was? Du hast schon verstanden. Du bleibst auf diesem Kontinent. Das kannst du nicht tun. Und ob ich das kann? Das ist ja das Letzte. Also, das war wirklich unglaublich kindisch. Natürlich, verstehst du diesen Jungen? Ich spreche eigentlich von dir. Was ist in dich gefahren? Du kannst ihm die Reise nicht einfach verbieten. Was ist denn nur los? Judy, ich wollte mit ihm campen gehen und ein Sohn sollte mit seinem Vater campen gehen wollen. Du fandst es doch furchtbar als Kind. Ja, richtig. Und was ist daran dann so wichtig für dich? Naja, da gab es dieses eine Mal, als ich ungefähr in Brians Alter war. Mein Dad rief mich rüber zum Lagerfeuer und machte eine Bierdose auf und meinte, dass ich einen Schluck haben kann. Und dann saßen wir da so eine ganze Weile. Das war schön. Ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, dass mein Vater mich als richtigen Mann sieht. Bill, das kannst du doch immer noch mit Brian machen. Aber du solltest dich sputen, weil sein Flieger nach Italien bald geht, Schatz. Ach, vergiss es, vergiss es. Mit mir campen zu gehen ist ganz offensichtlich nicht allzu wichtig für ihn. Brian soll ruhig mit Papa campen gehen. Und der gibt ihm dann seinen ersten Schluck Vino Barbarino oder was auch immer die da vom Geschäft trinken. Dein Pass dabei. Ja, Mom, ich hab alles. Es war echt nicht nötig, mich zum Flugsteig zu begleiten. Du bist doch ein Minderjähriger ohne Begleitung. Und mein Spatz, Brian, sei froh, dass ich nicht zusammengefaltet in deinem Koffer liege. Wenn ich da bin, rufe ich euch an. Oh, hab eine wunderschöne Zeit und natürlich viel Spaß. Und denk bitte daran, sollte es irgendwann mal zum Äußersten kommen, besorge dir für alle Fälle rechtzeitig ein Kondom. Mom, würdest du mir sowas nicht ins Ohr flüstern, während du mich umarmst? Oh, bitte entschuldige. Tut mir leid. Es ist nur so schwer loszulassen. Also mach's gut, Schatz. Bis bald, Mom. Bill, unser Sohn verlässt uns für den Rest des Sommers. Ist da nicht noch was, das du ihm sagen möchtest? Wir sehen uns, Junge. Vergiss nicht zu schreiben. Ich werde euch öfter E-Mails schicken und blogge auch jeden Tag, also... Keine Angst, du wirst dich an das Essen dort gewöhnen. Ich melde mich dann bei euch. Ist gut. Was für ein Abschied war das denn? Hey, bin ich seine Mutter? So läuft das nun mal unter Männern. So, mein Junge, jetzt heißt es Abschied nehmen. Ich liebe dich, Sohnemann. Ich dich noch viel mehr, Dad. Nein, ich lieb dich mehr. Nehmt euch doch ein Zimmer. Ich will zusehen, wie das Flugzeug nachher abhebt. Vorher gehe ich aufs Klo. Bringst du mir ein überteuertes Bier und eine kalte Pizza mit? Wir bitten alle Passagiere des Fluges 1019 nach Mailand, sie zum Flugsteig Brian, zu begeben. Kannst du mal kurz kommen? Was ist denn noch? Dauert nur eine Minute, komm schon. Eine Flasche Bier, bitte. Gern. Hör zu, Junge. Tut mir leid, dass ich wegen dieser Campinggeschichte so ausgerastet bin. Entschuldige. Ist schon gut. Nein, nein, gar nichts ist gut. Ich habe mir einfach viel zu wenig Mühe gegeben, mehr Zeit mit dir zu verbringen, als du noch klein warst. Weißt du, man denkt, alle Zeit der Welt zu haben, um mit seinem Jungen was zu unternehmen und... Schneller als du denken kannst, steigt ein Mann ins Flugzeug und fliegt ganz weit weg. Wir haben immer noch genügend Zeit, was zu unternehmen, wenn ich zurück bin, Dad. Ich will noch was mit dir machen, bevor du fliegst. Ich muss an Bord. Sekunde, hier. Es wäre eine verdammte Schande, deinen ersten Schluck Bier mit jemand anderem zu trinken, als mit deinem alten Herrn. Was? Ja. Ich soll... Aber kriegen wir denn keinen Ärger deswegen? Ach, Flughäfen sind wie internationale Gewässer. Auf ihnen gilt das amerikanische Gesetz nicht. Wirklich? Nein, also los, komm. Na, wie sieht's aus? Ist lecker. Das ist mein Sohn. Ich bin noch nie so stolz auf dich gewesen. Könnte sein, dass ich nächstes Jahr als Notenbester die Schule verlasse. Großartig. Und wenn die Sache geritzt ist, trinken wir unser nächstes Bier. Italia-Flug 1019 Nonstop nach Mailand. Wir bitten alle Passagiere
Ich geh dann mal. Brian, ich wünsch dir viel Spaß. Geh lieber, bevor deine Mutter vom Klo zurück ist, sonst heult sie wieder. Du weißt, wie die Frauen sind. Schneiden die da hinten Zwiebeln oder was?